de Swiss Handball Awards stehen da. Wie ungewohnt ist es, dass man hier Sportlervereine im Edlen zwirren und nicht in den Trainerhosen sieht? Ja, es ist schon ein bisschen ungewohnt. Also zuerst muss man schon ein bisschen schauen, wer ist jetzt das überhaupt. Aber ich finde es schön, dass mal alle so ein bisschen rausbützeln und ja, ich finde es eine coole Veranstaltung. Du bist nominiert, beste U20-Spielerin. Was würde dir der Erfolg bedeuten oder die Wahl? Ja, also es zeigt natürlich, dass wir, also jetzt auch beim Verein oder allgemein ich, eine gute Entwicklung durchmachen konnte. Und dass das, was ich in dieser Saison geleistet habe, eine gute Leistung war. Und ja, das würde natürlich viel bedeuten, ja. Gibt es ein Highlight in dieser Saison, das du rausnehmen kannst? Ja, ist jetzt noch etwas schwierig zu sagen. Ja, also ein Highlight allgemein über die Saison war halt, dass ich in unserem Team Topscorerin werden konnte. Ja, also jetzt ein spezifisches Event-Highlight hat es für mich leider nicht gegeben, das, die Saison. Aber eben, dass ich auch Topscorerin sein im Team, ist schon das Highlight für mich, würde ich sagen. Es war eine lange Saison, die ist zu Ende gegangen. Wie überbrückt ihr den Sommer und wann geht es wieder los so richtig für die neuen Ziele, die ihr angreift? Ja, also jetzt haben wir zuerst eine Pause gehabt und jetzt geht es vor allem um die Athletik bei uns, dass wir dort wieder fit werden. Und dann im Juli fangen unsere Hallentrainings wieder an, dass wir als Mannschaft zusammenschweissen und Taktik und unser Spielkonzept können aufbauen für die neue Saison.